Landshut ist eine so schöne Stadt mit so vielen kulturellen Qualitäten von Bauwerken, Kunst und so weiter. Aber was die zeitgenössische Lebendigkeit anbedarf, sagen wir mal die letzten 100 Jahre, hat sich die Aktivität sehr verlangsamt. Um diese zeitgenössische Lebendigkeit zu reanimieren, heißt es für diese drei Herren, raus aus den Museen, zurück zum Archaischen, zum Einfachen. Dafür gründeten sie ihr Projekt Hauptstrom, das zum einen den Blick auf Traditionelles wirft. Da ja gern mich immer mit Überlieferungen und Sagen beschäftigt, um ein Gefühl zu kriegen für die Örtlichkeit und für die Landschaft, habe ich eine sehr schöne Sage gefunden, die spielt auf der Burg Trausnitz. Das ist die Sage vom Schatz im tiefen Brunnen oder auch vom Brunnenmantel. Und das sollte unser Einstiegs- und Eröffnungsperformance werden, dass wir diese Sage sozusagen in einem positiven Sinne aufgreifen und in einer Performance nochmal neu umsetzen. Die Idee dazu ist zurückzuführen auf den Josef Beuys, dem fühlen wir uns sehr verpflichtet und verbunden. Das war so der erste Aktionskünstler, der quasi die Kunst in den freien Raum gebracht hat. Der gesagt hat, die Kunst an sich, die muss raus aus den Museen und raus aus den Ausstellungshallen und muss mit den Leuten, mit der Menschheit zusammenwirken. Und diesen Gedanken der sozialen Skulptur, das wollen wir eigentlich aufgreifen. Man kann nicht im Vorhinein bestimmen, was da passiert, weil die Leute kommen und man macht was miteinander und es entsteht im Augenblick etwas. Wenn ich mich als Performance-Mensch erlebe, als Performer, dann habe ich vielleicht eine gewisse Grundstruktur. Ich habe ein paar Plätze, ein paar Utensilien liegen und weiß, okay, ich gehe in dieses Feld, in dieses Thema. Aber wenn ich es dann mache, bin ich frei. Dann reitet mich etwas. Ja? Irgendwas übernimmt die Regie in mir. Dann weiß ich plötzlich nicht mehr, was ich eigentlich mache. Und wir sind ja es gewohnt, dass wir so pseudo-autonome Wesen sind, die einen Pass haben, wo das alles draufsteht, wann geboren, wo und wie heißt und Biografie und so weiter. Aber letztlich wissen wir nicht, wer wir sind. Die Kunst könne dabei helfen, unser Selbst zu entdecken. Und um Kunst zu machen und erleben, bedarf es dabei keiner besonderen Begabung oder Örtlichkeit. Und da wollen wir eigentlich wieder hin, dass wir Kunst befreien aus diesen pseudosakralen Räumen, dass es wieder im Alltag, in der Normalität stattfindet und dass vielleicht zum Wandel so, hey, ich bin auch ein Künstler. Und wenn ich bloß mein Gartenzwerg vielleicht an richtigen Platz stehe. Neben der Performance des Brunnenmännleins sollen im Stadtgebiet zu den Hochsitze, wie man sie von den Jägern kennt, aufgestellt werden. Ich möchte einfach den Leuten Möglichkeiten bieten, dass sie wieder aus ihrem Alltag rauskommen und sozusagen mal wieder einen anderen Blickwinkel, einen anderen Standort einnehmen können, dass man einfach mal da sitzt und seinen Blick schweifen lässt und wieder zu einer inneren Ruhe und zu einem Überblick findet. Das ist im Grunde die Grundintention an Hochsitzen. Sonst ist man so immer im Alltag drin und steckt in seinen Sachen fest. Und mit diesen paar Stufen, die man da erklimmt über die Leiter, erhebt man sich über das Ganze und schafft sich quasi einen Freiraum, um da in der Erhabenheit wirken zu können. Noch befindet sich das Projekt im Anfangsstadium. Die drei Künstler würden sich über jede Beteiligung, ob direkt oder durch eine kleine Spende, freuen. Alle Informationen zum Projekt können Sie auch im Internet finden. Thank you.